Eine Landwirtschaft, die Böden und Umwelt schützt. Ist das möglich? Schweizer Agrarwissenschaftler widmen sich in einem Langzeitversuch diesen Fragen. Es gibt keine großen Kalamitäten, also kein Massenvorkommen von Schädlingen, kein Massenvorkommen von Unkräutern. Im Boden leben Milliarden von nützlichen Lebewesen. Für das Immunsystem des Bodens ist so eine Symbiose sehr wichtig. Man kann sich diese Mykorrhizapilze eben wie ein Netzwerk, ein dichtes Netzwerk im Boden vorstellen. Doch der überwiegende Teil unserer Böden ist krank. Denn seit Jahrzehnten nutzt die industrielle Landwirtschaft hochgiftige Pestizide, um die Ernte zu maximieren. Das bringt den Bienen und vielen anderen Nützlingen den Tod. Im Fokus sind vor allem auch Gifte, die schon lange auf dem Markt sind, Neonicotinoide. Das ist das Rote, diesen roten Staub. Das ist sozusagen der Abrieb. Und dieser Belag, der nicht am Maiskorn dran war, der ist in die Umwelt gelangt. Wie können Böden und Insekten besser geschützt werden? Sepp Braun bewirtschaftet seinen Hof im oberbayerischen Freising ökologisch. Seine 22 Rinder leben artgerecht und bekommen nur bestes Futter. Das Heu enthält auch Kräuter wie Spitzwegerich, Schafgarbe und Wiesensalbei. Das ist zum einen wirklich Medizin für die Kühe. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite könnt ihr euch vorstellen, dass so Milch natürlich auch anders schmeckt, als wie wenn ich nur Mais und Soja oder irgend so ein Blödsinn füttern würde. Durch diese Vollwerternährung der Kühe mit diesem sehr artenreichen Heu habe ich gesunde Kühe, habe einen gesunden Mist, wieder einen gesunden Boden und zum Schluss auch wieder gesunde Pflanzen und zum Schluss gesunde Menschen. Bis zum Jahr 1988 spritzte Sepp Braun selbst Pestizide und düngte seine Felder mit Mineraldünger. Die Katastrophe von Tschernobyl und der Bau des neuen Münchner Flughafens ließen ihn umdenken. Heute weiß er, in einer Handvoll Erde leben mehr Organismen, als es auf der Erde Menschen gibt. Ja, für mich ist wirklich der Boden ein Lebewesen, das vergleichbar ist wirklich mit unseren Pflanzen, mit unseren Tieren oder zum Schluss auch mit unseren Mitmenschen. Das heißt also, deshalb gehe ich natürlich sehr, sehr sorgfältig mit ihm um. Im Boden existiert ein Reich von oft mikroskopisch kleinen Organismen. Die meisten von ihnen haben nur eine Aufgabe. Abgestorbenes Material wie Blätter, Wurzeln oder auch tote Tiere zu zersetzen. Der Boden ist wie ein riesiger Magen, der alles verdaut. Asseln und Springschwänze zerteilen größere Stücke. Fadenwürmer und Einzeller übernehmen kleinere. Bakterien und Pilze besiedeln das Material. Regenwürmer fressen, graben Gänge, düngen und lüften den Boden. So entsteht besonders fruchtbarer Humus, in dem für das Pflanzenwachstum wichtige Mineral- und Nährstoffe enthalten sind. In Deutschland werden rund 10% der Ackerfläche nach ökologischen Standards wie hier bebaut. Der Rest, das sind vor allem Monokulturen. Die Böden sind oft verarmt, die Pflanzen anfällig. Deswegen müssen sie mit Pestiziden vor Schädlingen geschützt werden. Die Mittel seien sicher, sagen die Hersteller. Der Breisgau bei Freiburg. Eine fruchtbare Gegend. Hier gibt es Pollen und Nektar im Überfluss. Kein Wunder, dass Christoph Koch seine Bienen schon seit vielen Jahren hierher bringt. Koch ist von Beruf Imker, in sechster Generation. Das sind ja fantastische Geschöpfe. Jede Biene hier weiß, was sie zu tun hat. Man muss sich mal vorstellen, das ist stockdunkel da drin und die machen so eine präzise Wabe da. Das ist ja auf den Millimeter genau alles. So kleine Tiere. Jede weiß, was zu tun ist. Keiner Make-up. Die tanzen vor Freude, wenn sie Honig sammeln dürfen, also wenn sie arbeiten. Die sind so genügsam, die Bienen. Probleme mit Pestiziden hatte der Imker fast nie, bis zu jenem Frühlingstag im Jahr 2008. Ein neuer Schädling war im Rheintal aufgetaucht. Er bedrohte die riesigen Maisfelder.
Um die Ernte zu retten, erlaubten die Behörden den massiven Einsatz eines neuartigen Insektizids, Neonicotinoide. Vor mir fährt ein Maisbauer seinen Maissäe. Und von einem Moment auf den anderen haben die Bienen nicht mehr geflogen. Es war schönstes Wetter, Trachtflug, alles wunderbar. Und während er da seine Spuren zieht, hört es auf, keine Biene mehr geflogen. Die Giftwolke tötet in nur 2 Tagen 12.000 Bienenvölker. Mehr als 500 Millionen Tiere sterben einen qualvollen Tod. Es war die weltweit größte Bienenvergiftung aus legaler Anwendung, seit man überhaupt Bienenschutz betreibt. Sehr frustrierende Geschichte, sehr emotional. Mich hat es sehr tief runtergezogen. Es war sogar so weit, dass ich nicht mehr zu der Biene konnte, weil wenn man da an den Bienenstand gefahren ist und der Geruch von verwesenden Bienen einem entgegengekommen ist, das habe ich überhaupt nicht mehr wegstecken können. Bei der Aussaat hatte sich damals das rote Pestizid von den Maiskörnern gelöst und gelangte so in die Umwelt. Das wurde da sozusagen eingesät? Das sind die Maiskörner, okay. die mit Insektizid behandelte Maiskörner. Okay, und was war das Problem damals denn? Das ist das Rote, diesen rote Staub. Das ist sozusagen der Abrieb. Und dieser Belag, der nicht am Maiskorn dran war, der ist in die Umwelt gelangt. Und davon starben die Bienen sofort? Sofort, ein Teil sofort. Die Flugbienen, die da durch diesen Nebel durchgeflogen sind, die sind sofort gestorben. Das wirklich Schlimme war, dass dieser Staub auch auf Pollen, also auf blühende Pflanzen gelangt ist. Und die Bienen dann kontaminierte Pollen gesammelt haben. Dabei galt die Aussaatmethode als revolutionär, was schonenden Pestizideinsatz angeht. Denn das Gift wurde nicht versprüht, sondern fast immer an das Saatgut gebeizt. Die Insektengifte haften an den Körnern und werden von Maschinen im Boden abgelegt. Die Neonicotinoide wirken dann von der Wurzel bis in die Stängel. Die Pflanzen sind dadurch immun gegen Schädlinge im Boden und im Feld. Doch etwas war schiefgelaufen. Das zuständige Landwirtschaftsministerium sollte das Bienensterben aufklären. Zum Erstaunen der Imker machte es als Hauptursache die Sämaschinen verantwortlich. Das war auch der Standpunkt des Herstellers der Pestizide, der Firma Bayer. Erstaunlich, trotzdem wurden die Neonicotinoide in Deutschland verboten, aber nur für die Behandlung von Mais. Bayer bot den Imkern eine Soforthilfe von 2,2 Millionen Euro an, aber nur unter einer Bedingung. Im Gegenzug trete ich sämtliche bestehenden oder zukünftigen Schadenersatzansprüche an das Land Baden-Württemberg ab. Der Aufklärer, das Land Baden-Württemberg, sollte offenbar zum Mittelsmann werden. Auch merkwürdig, die Soforthilfe von Bayer wurde über das Ministerium unterbreitet. Das Land Baden-Württemberg und auch Bayer, die wollten sich mit der Soforthilfe auch ein Stück weit freikaufen. Verkauft war es natürlich als imkerliche Soforthilfe. Der Witz war, dass man da so drängt hat auf schnelle Abwicklung. Was ja eigentlich, wenn wir jetzt keine Vergiftungen gehabt hätten, hätten wir unser Geld auch erst viel, viel später gesehen. Viele Imker nahmen die Entschädigung an. Für Bayer war das Verbot im Maisanbau verkraftbar. Denn in vielen anderen Kulturen wurden die Insektizide weiterhin eingesetzt. Allein in Deutschland wurden von 1992 bis 2017 rund 3.700 Tonnen des Wirkstoffs verkauft. Bayer und andere Hersteller wie Syngenta liefern diese Insektizide in über 100 Länder. Sie verdienen Milliarden Euro. Wissenschaftler werfen den Produzenten vor, dass sie ihre Gewinne auf Kosten der Umwelt machen. Denn Studien belegen, dass Neonicotinoide nicht nur Schädlinge töten. Der Niederländer Henk Tennekes forschte jahrelang dazu. Sein Resümee? Noch nie gab es ein gefährlicheres Insektizid. Die Bienen seien nur ein Symptom, die ganze Umwelt sei betroffen. Wir treffen Henk Tennekes in einem Reha-Center. Obwohl er eine Lungenentzündung hat, nimmt er sich Zeit für uns. Die Neonicotinoide sind wasserlöslich und relativ mobil im Boden. Und deshalb werden sie bei Niederschlag leicht ausgewaschen ins Grundwasser
und Oberflächengewässer. Und somit verbreiten sie sich in die ganze Umwelt und werden von wilden Pflanzen auch aufgenommen über die Wurzeln. Und das führt dazu, dass eigentlich die ganze Landschaft giftig wird für Insekten. Und deshalb darf man die Vermutung äußern, dass es zu Insektensterben kommen wird. Und wenn die Insekten verschwinden, kollabiert das Ökosystem. Und deshalb, das ist ein ökologisches Armageddon. Wir sind dabei, die ganze Natur zu vernichten. Henk Tennekes ist überzeugt, die Neonicotinoide sind der Hauptgrund für ein weltweites Insektensterben. Auch, dass sie über die Nahrungskette für das Sterben von Vögeln, Reptilien und Amphibien verantwortlich sind. Und es gibt Hinweise, dass sie uns Menschen schädigen. Wieso werden diese Insektizide dann noch verkauft? Zumindest die EU hat seit 2018 drei von fünf Neonicotinoiden die Zulassung entzogen, wegen der Bienen. Aber schon 1999 hatte Frankreich ein Produkt mit den Giften verboten. Warum haben die französischen Behörden so viel früher gehandelt? Doch zuvor stellt sich eine andere Frage. Wenn solche Pestizide schon über dem Boden so viel Schaden anrichten, welche Auswirkungen haben sie dann auf das Leben in und unterhalb der Ackerkrume? Auf die Regenwürmer, die Hundertfüßer und die anderen Zersetzer? Tatsächlich gibt es nur wenige Studien dazu, wie sich Pestizide auf das Leben im Boden auswirken. Hier am Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick werden die einen Äcker konventionell und die anderen ökologisch bewirtschaftet. Und das seit über 40 Jahren schon. Ein weltweit einmaliges Projekt. Nirgendwo sonst gibt es Erkenntnisse über die Entwicklung der Böden, der Biodiversität und der Erträge über einen solch langen Zeitraum. Auf der rechten Seite hier haben wir jetzt ein Biofeld. Und es ist interessant, hier einmal die Bodenstruktur etwas anzuschauen. Wir können auch einmal etwas hineinstechen jetzt und schauen, wie dieser Boden beschaffen ist. Wir sehen, er bricht sehr leicht auseinander. Er ist krümelig, sehr nährstoffreich. Und wenn man jetzt diesen Boden saatfertig machen möchte für die Soja, dann braucht es hier nur einen leichten Eckenstrich. Dass der Boden auf dem Maisfeld so krümelig ist, ist vor allem auch den Regenwürmern zu verdanken. In ökologischen Böden finden sich in der Regel doppelt so viele Regenwürmer wie in konventionell bewirtschafteten. Gegenüber das gleiche Feld nur intensiv bewirtschaftet, mit Pestiziden und Mineraldünger. Hier leben viel weniger Organismen, die die Erde durchwühlen. Es braucht viel mehr Kraft. Der Boden ist kompakter. Man muss schauen, dass die Schaufel nicht verbogen wird dabei. Das bedeutet jetzt im Großen einfach, es braucht viel mehr Kraftaufwand, wenn man pflügt, wenn man den Boden saatfertig machen will. Was wir jetzt hier sehen, ist der Algenwachstum, weil das Wasser nicht abfließen kann. Und ein solcher Boden neigt mehr zur Erosion, Oberflächenerosion. Eine Folge: Konventionelle Böden trocknen bei Dürren schneller aus und können bei Starkregen weniger Wasser aufnehmen. Ein Ziel der Bodenwissenschaftler ist es, Nutzpflanzen so zu stärken, dass sie sich ohne Hilfe von Pestiziden gegen Schädlinge zur Wehr setzen können. Dazu gehört ein prinzipielles Verständnis über die mikrobiologischen Abläufe im Boden. Keine einfache Aufgabe bei Milliarden von Organismen, die im Dunkeln leben und mit bloßem Auge oft nicht zu erkennen sind. Die Umweltwissenschaftlerin Nora Efosa wäscht Bodenproben aus. Sie möchte unter dem Mikroskop vor allem die Wurzeln untersuchen. Denn entscheidend für eine gesunde Pflanze ist, was ihre Wurzeln aufnehmen. Wir fragen uns bei den Wurzeln, wie die Wurzeln aussehen. Haben die Pflanzen viele Wurzeln gebildet, eine große Wurzelmasse? Was dann bedeutet, sie wären besser angepasst für Trockenheit. Sie haben mehr Bereiche im Boden, an die sie rankommen, wo sie Nährstoffe ziehen können. Und wir fragen uns auch über die Qualität der Wurzeln, also wie gut sind sie, wie dick sind sie ausgebildet, wie stark sind sie.
Ein gesunder Boden bietet den Wurzeln alles, was sie brauchen. Winzig kleine Pilze, sogenannte Mykorrhiza-Pilze, helfen dabei. Sie leben mit 80% aller Landpflanzen in Symbiose. Die Pflanze liefert dem Pilz Zucker für den Zellaufbau. Dafür erhält sie Nährstoffe, zum Beispiel Phosphat, um zu wachsen. Für die Wissenschaftler ist eine große Anzahl an Mykorrhiza-Pilzen ein Zeichen für einen besonders gesunden Boden. Für das Immunsystem des Bodens ist so eine Symbiose sehr wichtig. Man kann sich diese Mykorrhiza-Pilze eben wie ein Netzwerk, ein dichtes Netzwerk im Boden vorstellen. Das heißt, die Mykorrhiza liegen auch um die Wurzeln teilweise drumherum und schützen dadurch die Wurzeln vor Pathogenen, vor anderen schädlichen Organismen. Jede Störung von außen, etwa durch zu tiefes Pflügen des Bodens oder den Einsatz von Pestiziden, greift das Pilznetzwerk an und kann die Kooperation mit den Pflanzen zerstören. Nur etwa 10% der im Boden lebenden Organismen sind bekannt. Doch schon jetzt nützt das Wissen dem Biolandbau. Es gibt keine großen Kalamitäten, also kein Massenvorkommen von Schädlingen, kein Massenvorkommen von Unkräutern. Das zeigt doch auch, dass der Ökolandbau sehr nachhaltig ist. Und natürlich unter Förderung der Biodiversität ist ein wichtiges Ergebnis, Förderung der Bodenfruchtbarkeit und auch bezüglich Klimawirksamkeit hat der Biolandbau ein sehr großes Potenzial. Die Ernten im Ökolandbau liegen im Schnitt rund 20% unter denen der industriellen Landwirtschaft. Deren Versicherung gegen Missernten sind hochgiftige Pestizide. Den Pestizidmarkt in Europa beherrschen drei Konzerne, Bayer, BASF und Syngenta. In Deutschland sind ca. 1000 Pflanzenschutzmittel zugelassen. Herbizide gegen Unkräuter, Fungizide gegen Pilze und Insektizide gegen Pflanzenschädlinge. Rund 90.000 Tonnen Pestizide werden hier pro Jahr verkauft. Ein Pflanzenschutzmittel besteht aus einem giftigen Wirkstoff und einem oft auch giftigen Beistoff. Der macht das Mittel zum Beispiel wasserlöslich. Bekannte Wirkstoffe sind Glyphosat und die Neonicotinoide. Diese Nervengifte sind Ursache eines gewaltigen Bienensterbens. Im Sommer 2008 wurden im Breisgau rund 500 Millionen Bienen vergiftet. Dass die Neonicotinoide nicht nur Schädlinge töten, sondern auch andere Spezies, wurde schon lange vermutet. Dennoch konnten die Erfinder, der Bayer-Konzern und andere Hersteller, diese Insektizide am Markt halten. Bis zum Jahr 2018. Da hat die EU drei von insgesamt 5 Neonicotinoiden die Zulassung entzogen. In Paris treffen wir den Toxikologen Jean-Marc Bonmatin und den Imker Henri Clément. Sie haben einen großen Anteil am französischen Verbot der ersten Neonicotinoide aus dem Jahr 1999. Die Imker beklagten damals ein rätselhaftes Bienensterben. Bonmatin wies dann nach, dass die von Bayer hergestellten Mittel schuld waren. Als die Erkenntnisse öffentlich wurden, reagierte der Konzern. Sehr schnell hat also Bayer versucht, auf uns Imker Druck auszuüben, um uns zum Schweigen zu bringen, weil wir gestört haben. Bayer hat mich vor das Gericht von Mende gezerrt wegen Anschwärzung übler Nachrede. Dabei produziere ich weder Sonnenblumen noch Rapshonig. Ich war damals Präsident der Berufsimker, aber sie haben mich als Privatperson verklagt, nicht in meiner offiziellen Funktion. Unser Anwalt hat uns verteidigt und wir haben gewonnen. Sie sind nicht in Revision gegangen, aber ich war nicht der Einzige. Die Wissenschaftler gerieten ebenfalls unter Druck. Das Ziel, die Debatte stoppen. Weiterhin ihr Zeug verkaufen. Alles, was sie interessiert, ist Kohle zu machen. Auch das französische Landwirtschaftsministerium war vom Bienensterben alarmiert und gab eine Studie in Auftrag. Ja, bevor wir überhaupt unsere Studie angefangen haben, hat Bayer versucht, uns ihre Methodik und ihre Schwellenwerte über das Landwirtschaftsministerium aufzudrücken. Das begann also schon mal schlecht. Als wir dann die Ergebnisse hatten, sind sie zu uns ins Labor gekommen, um nochmals meine Analysen zu prüfen, um einen Fehler zu finden.
Sie wollten unbedingt einen Fehler finden. Da wir aber fehlerfrei bewiesen hatten, dass das Gift bis in die Blüte gelangt, mussten sie die Ergebnisse akzeptieren. Und als ich dann die Einflussnahme von Bayer gegenüber der französischen Presse geschildert hatte, erreichten mich zwei Anwaltsschreiben von Bayer. Einmal an meine Person und einmal an die Institutsleitung. Sie sollte ihren Einfluss auf mich geltend machen, damit ich den Mund halte. Ich, der Wissenschaftler, sollte also still sein und die Ergebnisse verstecken, um nicht die Geschäfte von Bayer zu stören. Jean-Marc Bonmatin arbeitet an einem der renommiertesten staatlichen Forschungsinstitute Frankreichs. Er war einer der ersten, die sich mit den Neonicotinoiden kritisch auseinandersetzte. Der Toxikologe erhielt Mitte der 1990er Jahre den Auftrag vom französischen Landwirtschaftsministerium, das rätselhafte Bienensterben aufzuklären. Im Verdacht das Bayer-Neonicotinoid Imidacloprid. Er berichtet, dass auf Wunsch des Ministeriums auch Bayer-Mitarbeiter an der Studie beteiligt waren. Ich glaube, es ist normal, dass ein Unternehmen wie Bayer informiert wird, dass zu einem seiner Produkte eine Studie läuft. Aber es ist absolut nicht normal, dass dann Vertreter dieses Unternehmens, über dessen Produkte ja letztendlich entschieden werden muss, am Studiendesign bis ins Detail beteiligt sind. Auch an der Finanzierung und sogar an der Veröffentlichung der finalen Ergebnisse. Für die Untersuchung sollten Bienen auf Sonnenblumenfelder mit Neonicotinoid-Behandlung geschickt werden. Und dann auf Kontrollfelder ohne jegliche Insektizide. Ein sinnvoller Vergleich. Ein Feld mit den Giften, eines ohne. So dachten das zumindest Jean-Marc Beaumatin und seine Kollegen. Sie sollten dann ausschließlich die Felder mit dem Bayer-Gift analysieren, nicht aber das Kontrollfeld. Doch später bemerkten sie, auch das Kontrollfeld war mit einem Insektizid kontaminiert. Wir Wissenschaftler haben uns beschwert über diese Versuchsreihe, als wir gesehen haben, dass die Kontrollfelder mit Fungiziden und mit anderen Insektiziden behandelt worden waren. Und das erschien uns nicht normal für eine Versuchsreihe dieser Qualität. Aber unsere Beschwerde fand beim Leitungskomitee dieser Studie kein Gehör. Stattdessen wurden die Ergebnisse dieser vergleichenden Studie, von der wir heute wissen, dass sie wertlos war, als Beweis für die Unschädlichkeit von Imidacloprid für die Bienen interpretiert. In der Öffentlichkeit waren die Gifte plötzlich über jeden Verdacht erhaben. Ein Verbot war zunächst vom Tisch. Jean-Marc Beaumatins Institut unternahm im Auftrag der Imker eigene Studien, diesmal ohne Bayer. Und mit eindeutigen Ergebnissen. Wir konnten in der Folge nachweisen, dass der Mais, die Sonnenblumen, Pollen, Nektar, Wasser, alles, was die Bienen betraf, kontaminiert waren. Und dass die Dosierungen, die man in der freien Natur finden konnte, so hoch waren, dass sie ausreichten, um bei den Bienen zum Tode zu führen oder zumindest zu schweren Langfristeffekten. Im Jahr 1999 entzog Frankreich den Neonicotinoiden die Zulassung. Zunächst aber nur für Sonnenblumen. Den Imkern reichte das nicht. Ihr Ziel, ein Verbot aller Neonicotinoide. Sie sammelten Geld und engagierten einen Pariser Anwalt. Bernard Faux prozessiert seitdem gegen die Hersteller, darunter auch Bayer. Dafür geht er auch bis zum obersten Verwaltungsgericht, dem Conseil d'État. Faux deckte auf, wie geschickt die Hersteller Schwächen der Zulassungsbehörden ausnutzen, um ihre Produkte auf den Markt zu bringen. In den europäischen Richtlinien gibt es etwas, das der Schädigungsquotient heißt. Und wenn dieser Schädigungsquotient überschritten wird, hat der Fabrikant die Verpflichtung, einen Feldversuch unter realen Bedingungen durchzuführen, um die Unbedenklichkeit eines Produktes zu beweisen. Und wir hatten festgestellt, dass dieser Kontrollversuch, der für die Zulassung verpflichtend gewesen wäre, nicht stattgefunden hat. Wir haben bemerkt, dass diese Produkte, wenn die Kontrollen, die die europäische Richtlinie erfordert, durchgeführt worden wären, nicht zugelassen hätten werden dürfen. Auch der Hartnäckigkeit des Anwalts ist es zu verdanken, dass Frankreich seit 2020 als erstes Land der Welt alle Neonicotinoide im Freiland verboten hat. Und in Deutschland? Auch hier verdienten Bayer, Syngenta und BASF gut.
Die Gifte werden seit Mitte der 1990er Jahre eingesetzt. Die Erkenntnisse aus Frankreich alarmierten die deutschen Behörden nicht. Obwohl auch hier die Imker über unerklärlich hohe Verluste bei ihren Bienen klagten. Wir treffen Walter Hefecker, den Präsidenten der Europäischen Berufsimker. Die atmeten im Jahr 2004 zunächst auf, als auch in Deutschland eine Studie die Bienenverluste aufklären sollte. Doch schon bald kam ein Verdacht auf. Das deutsche Bienenmonitoring entstand, nachdem die Gefahr bestand, dass die Vorgehensweise aus Frankreich nach Deutschland übergreifen konnte. An der Studie nahmen auch Bayer und Syngenta teil. Schon bald bemerkte der Imkerchef, dass etwas nicht stimmen konnte. So sei vor allem das Studiendesign mangelhaft gewesen. Stattdessen wurde ein Insekt als Schuldiger präsentiert. Jedes Jahr gab es einen Jahresbericht. Und jedes Jahr gingen dann wieder die Meldungen durch die Presse. Ja, also die Varroamilbe ist ganz furchtbar, aber bei den Pflanzenschutzmitteln können wir leider nichts finden. Ja. Also das hat auch eigentlich perfekt funktioniert. Wir haben natürlich zunehmend kritisiert, wie das ganze Projekt aufgebaut ist, dass man mit der Methodik einen Zusammenhang auch gar nicht finden könnte, selbst wenn er da wäre. Die Neonicotinoide haben mit dem Bienensterben nichts zu tun. Dieses vermeintliche Ergebnis beherrschte bis zum Massensterben im Breisgau die öffentliche Meinung. Die Imker waren empört, auch weil die Studie mit 500.000 Euro von der Industrie voll finanziert worden war. Wenn man sich die Finanzierung des Projekts anschaut, gibt es eine relativ naheliegende Erklärung. Wer zahlt, schafft an. Das Geld für das deutsche Bienenmonitoring kam mehr oder weniger ausschließlich von den Pflanzenschutzmittelherstellern. Aus Protest verließen die Berufsimker das Projekt. Andere Untersuchungen verhärteten noch dazu den Verdacht, dass die Neonicotinoide womöglich auch anderen Lebewesen schaden könnten. Im Münchner Botanischen Garten treffen wir Francisco Sanchez Bayo. Der Toxikologe ist aus Australien angereist. Er hatte mit einer großen Studie zum Insektensterben für weltweites Aufsehen gesorgt. Die Ergebnisse sind alarmierend. Zu welchem Ergebnis kamen Sie, als Sie die Studie im Frühjahr veröffentlichten? Die Studie wurde weltweit durchgeführt, also vor allem in Europa, in den USA, aber auch in Ländern wie Brasilien oder Japan. Das Ergebnis ist, dass 40% der Insekten bedroht sind und von diesen ein Drittel besonders stark betroffen und vom Aussterben bedroht ist. Auch für ihn ist klar, die Neonicotinoide spielen dabei eine dominierende Rolle. Doch die Gifte töten nicht nur Insekten, sondern verursachen große Schäden in ganzen Ökosystemen. Das hat Sanchez Bayo in den Jahren 2002 bis 2004 in Japan in bewässerten Reisfeldern nachgewiesen. In diesen Ökosystemen leben auch Wasserflöhe, Flusskrebse und eine spezielle Fischart. Eines Tages bemerkten die Reisbauern, dass bis auf die Wasserflöhe viele andere Tiere, vor allem die Flusskrebse, tot waren. Ein Labor der Universität von Chiba sollte den Vorfall untersuchen. Schnell geriet dasselbe Neonicotinoid unter Verdacht, das auch in Frankreich die Bienen getötet hatte. Wir haben bei unserer Untersuchung eine sehr merkwürdige Sache beobachtet. Die Medaka-Fische waren nach dem Kontakt mit Neonicotinoiden plötzlich zu 100% mit Parasiten kontaminiert. Wir erklärten es uns damit, dass Imidacloprid, also das Neonicotinoid, das Immunsystem schwächt. Alle Arten außer den Wasserflöhen waren betroffen. Das war das Ungewöhnliche. Die Wasserflöhe waren eine Ausnahme. Bedauerlich ist, dass sie als Referenztiere bei der Zulassung herangezogen wurden, als Beweis, dass dieses Insektizid sicher für die Umwelt sei. Aber sie waren eine absolute Ausnahme. Das Gift tötete also auch weitaus größere Arten. Es schwächte deren Immunsystem so stark, dass Parasiten leichtes Spiel hatten. Ein eindeutiges Ergebnis also, dachte der Toxikologe. Nur er hatte nicht mit einem Bayer-Wissenschaftler gerechnet, der die Neonicotinoide mitentwickelt hatte. Der setzte den Toxikologen massiv unter Druck. Als ich meine Erkenntnisse meiner einjährigen Studien den Wissenschaftlern präsentierte, konnte er die Ergebnisse so nicht glauben.
Er fragte mich, was ich nun vorhatte. Und ich antwortete ihm, dass ich die Resultate veröffentlichen werde, weil sie eine Neuigkeit waren. Er wusste dann nicht, was er sagen sollte. Er war sprachlos. Er meinte, ob ich das wirklich veröffentlichen wollte. Ich sagte, ja, es ist wichtig, dass das die Welt erfährt. Aber sie wollten es verheimlichen. Sie wollten nichts veröffentlichen, was dem Unternehmen schaden könnte. Francisco Sanchez Bayo erzählt, dass sein Arbeitgeber ihm daraufhin kündigte. Die Ergebnisse veröffentlichte er trotzdem. Die Vorfälle beweisen, mindestens ein Bayer-Wissenschaftler wusste bereits 2004, dass die Neonicotinoide in Ökosystemen Schaden anrichten können. Das Vertrauen vieler Menschen in die konventionelle Landwirtschaft ist nicht zuletzt deshalb erschüttert. Wäre es da nicht eine gute Idee, wenn viel mehr Landwirte ihre Böden ökologisch, nachhaltig und klimaneutral bestellten? Auch die EU will umdenken. Im Jahr 2019 hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den sogenannten Green Deal verkündet. Unser Ziel ist es, die Wirtschaft mit unserem Planeten in Einklang zu bringen. Unsere Art zu produzieren und zu konsumieren muss im Einklang sein mit der Natur. Der Einstieg in eine Agrarwende? EU-Pläne sehen bis zum Jahr 2030 die Halbierung des Pestizideinsatzes und einen EU-weiten Anstieg des Ökolandbaus auf 25% vor. Um dies zu erreichen, müsste man vor allem Geldströme umleiten. Denn Europas Landwirte bekommen im Moment Milliardensubventionen aus dem EU-Haushalt. Das Problem? Der größte Teil geht an jene Landwirte, die die größten Felder haben. Von den jährlich knapp 58 Milliarden Euro Fördergeldern werden bisher 44 Milliarden Euro als reine Flächensubventionen vergeben, ohne ökologische Auflagen. Ab 2023 sollen bis zu 20% davon in Verbindung mit umwelt- und klimafreundlichen Maßnahmen stehen, den sogenannten Eco-Schemes. Im Moment wird in Brüssel noch verhandelt. Es ist dabei völlig unklar, wie diese Ökoprogramme aussehen sollen und ob sie die Ziele des Green Deals tatsächlich verwirklichen. Weil jedes Land zusätzlich Vorschläge einbringen kann, drohen die hehren Ziele zu verwässern. Darüber hinaus unterstützt der größte Teil der Subventionen weiter die industrielle Agrarwirtschaft. Und deren Auswirkungen machen sich nicht nur über dem Boden bemerkbar. Denn Pestizide halten sich in Böden oft über lange Zeit. Im Berner Oberland wird Grundwasser entnommen, das sich unter den Feldern bildet. Viele Jahrzehnte wurden die Grenzwerte für Pestizide im Trinkwasser eingehalten. Doch seit ein paar Jahren gibt es Probleme mit einem Fungizid, welches die Landwirte gegen Pilze einsetzen. Derzeit wehrt sich der Hersteller Syngenta mit juristischen Mitteln gegen die Zulassungsbehörde, die Chlorothalonil als wahrscheinlich krebserregend eingeordnet hat. Für den Wasserwerker Roman Wiegert eine ernste Situation. Von diesem Wasserturm aus werden bis zu 100.000 Personen hier im Seeland versorgt. Und das Problem mit den Chlorothalonil-Rückständen betrifft alle Fassungen hier. Diese Fassung hier hält alle lebensmittelrechtlichen Vorgaben ein. Aber bereits diese etwa 400 Meter Fließstrecke bis zur nächsten Fassung reichen aus, um den Wert des höchst konzentrierten Chlorothalonil-Rückstands bereits um ein Vielfaches anzuheben. Neben den Feldern fließt der Aare-Kanal. Über Uferfiltration sickert das Wasser in den Boden. Bei der direkten Entnahmestelle neben dem Fluss sind noch keine Pestizide messbar. Doch auf dem Weg zum Wasserturm wird das Grundwasser nach und nach durch die Landwirtschaft kontaminiert. Gemäß Lebensmittelsicherheitsbehörde ist das Trinkwasser weiterhin bedenkenlos konsumierbar. Aber die Tatsache, dass der Lebensmittelhöchstwert überschritten wird, verunsichert natürlich die Bevölkerung. Dazu kommen erhebliche Nitratbelastungen durch die Düngung. Jetzt sollen hier, wie in vielen Regionen Europas, mehrere Millionen Euro teure Umweltanlagen eingebaut werden, um das Trinkwasser zu reinigen. Das Problem? Die herausgefilterten Pestizidrückstände werden am Ende wieder in die Flüsse geleitet. Eine Initiative von besorgten Bürgern hat einen Volksentscheid durchgesetzt. Im Juni 2021 werden die Eidgenossen über ein generelles Verbot von Pestiziden abstimmen.
Stefanie Hüstler und Jerome Tschudi gehören zu den Initiatoren. Gelingt das Vorhaben, wäre die Schweiz der erste Flächenstaat Europas, der Pestizide aus allen Bereichen verbannt, vor allem auch vom Acker. Ich sehe auch, dass jetzt gibt es Spuren von synthetischen Pestiziden in so vielen Mengen, in so vielen Orten. Das ist fast unvermeidbar heutzutage. Und ohne Verbot sehe ich nicht, wie man diese Problematik lösen könnte. Die Langzeitschäden stehen da ganz klar im Vordergrund, weil die Dosen, die sind ja relativ klein und die man da täglich oder häufig einnimmt. Aber über die Zeit wirken sich die aus. Wir lagern ja diese Gifte in unserem Körper ein. Wir scheiden einen Teil aus, einen Teil lagern wir ein und sie bleiben da und sie bleiben auch aktiv. Und mit der Zeit kumulieren sich diese Schäden. Alle diese Erkrankungen nehmen dann einfach mit der Zeit zu. Man spricht von Zivilisation der Krankheiten. Es gibt viele unabhängige Studien, die einen Zusammenhang von Krebsarten oder neurologischen Krankheiten wie Parkinson mit dem Einsatz von Pestiziden sehen. Der Vorwurf der Schweizer Initiatoren, die Pestizidindustrie schafft es immer wieder, gefährliche Mittel trotz großer Bedenken auf dem Markt zu halten. Nach unseren Recherchen hat Bayer offensichtlich über Jahre hinweg versucht, ein generelles Verbot von Neonicotinoiden zu verhindern. Doch was sagt Bayer dazu? Schon 2019 waren wir mit Bayer im Gespräch. Aber vor dem Werkstor war Schluss. Bayer lehnte jegliches Interview vor der Kamera ab. Keine einzige unserer schriftlichen Fragen wurde beantwortet. Stattdessen kritisierte der Konzern die seiner Meinung nach unfaire Behandlung durch die Medien und schreibt uns in einem allgemeinen Statement: Bayer ist unverändert der Überzeugung, dass die Anwendung von Neonicotinoiden sicher für Mensch und Umwelt sind, wenn sie verantwortungsvoll und entsprechend der Gebrauchsanweisungen eingesetzt werden. Die Neonicotinoide töten keine Bienen, keine Insekten, keine Fische, auch nicht langfristig. Zu diesem Ergebnis kommt Bayer in seinen Studien. Zum Vorwurf der Manipulation kein Wort. Unsere Recherchen führen uns nochmals zu Henk Tennekes. Der Toxikologe war auf zwei Bayer-eigene Studien gestoßen, deren Inhalt explosiv. In einer Studie beschreibt ein Bayer-Wissenschaftler die negative Wirkung von Imidacloprid, des ersten Neonicotinoids, auf die Nervenzellen einer Fliegenart. Diese seien irreversibel, also unumkehrbar. Imidacloprid ist das erste hochwirksame Insektizid, dessen Wirkungsprinzip auf einer fast vollständigen und nahezu irreversiblen Blockierung von Rezeptoren beruht. Eine der Bayer-Studien stammt schon aus dem Jahr 1991, also ein Jahr vor der ersten EU-weiten Zulassung. Als Henk Tennekes Bayer mit seinen Erkenntnissen konfrontierte, bekam er eine erstaunliche Antwort. Bayer behauptet jetzt, dass die Rezeptorenbindung reversibel, also umkehrbar ist. Sie widersprechen sich also. Bei einer reversiblen Bindung ist die Wirkung aber abhängig von der Konzentration und kann man einen Schwellenwert definieren. Bei einer irreversiblen Bindung kann man keinen Schwellenwert definieren und führt es zu einer Summationswirkung. Irreversibel bedeutet, die Gifte bauen sich in den Nervenzellen nicht ab. Sie könnten tödliche Folgeschäden verursachen. Egal, wie niedrig die Dosis ist. Imidacloprid alleine hat einen Umsatz von nahezu 1 Milliarde Euro. Und ich denke, dass das dazu geführt hat, dass sie etwas behauptet haben, nur um die Substanz zu retten. Wenn sie sich überlegt hätten, welche Folgen diese Substanz hat, hätten sie die Substanz vom Markt nehmen müssen. Wie steht der Bayer-Konzern zu seinen eigenen Studien? Auch das haben wir nachgefragt. Aber auch hierzu kein Kommentar. Weltweit gibt es genügend Beweise, wie gefährlich die Neonicotinoide tatsächlich sind. Doch die Zulassungsbehörden reagierten nur zögerlich oder gar nicht. Um deren Verhalten zu verstehen, lohnt sich ein Blick darauf, wie in der EU Pestizide zugelassen werden.
Für eine EU-weite Zulassung darf sich der Hersteller ein beliebiges EU-Mitgliedsland aussuchen. Beim ersten Neonicotinoid war das Frankreich. Nicht die Behörden, sondern die Hersteller testen in diesem Land dann ihren eigenen Wirkstoff. Die Behörden leisten lediglich Schreibtischarbeit. In Deutschland federführend für die Zulassung ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, zusammen mit 3 weiteren Zulassungsbehörden. Maßgeblich für eine Zulassung sind also die Studien der Hersteller. Für Imkerpräsident Walter Häfecker öffnet dieses System der Industrie Tür und Tor für Manipulationen. Das fängt an dabei, dass sie schon mitreden auf allen erdenklichen Ebenen, wie die vorgeschriebenen Tests überhaupt gestaltet werden. Ja? Bisher war es dann auch noch so, dass diese Studie, die der Hersteller in Auftrag gegeben hat oder erstellt hat, das Geschäftsgeheimnis des Herstellers war, die also nicht veröffentlicht werden konnte und damit für Außenstehende nicht nachvollziehbar war, was jetzt eigentlich die Zulassungsbehörde dort überprüft hat. Das macht es auch für die Zulassungsbehörde sehr einfach, weil niemand kann die Entscheidungen wirklich überprüfen. Das war also ein sehr bequemes Zusammenspiel zwischen Industrie- und Regulierungsbehörde. Und das ist bis heute so. Wäre es nicht besser für das Gemeinwohl, wenn die Zulassungsstudien zukünftig von unabhängigen Laboren durchgeführt würden, anstatt von mächtigen Chemiekonzernen? Wir wollen darüber mit der deutschen Landwirtschaftsministerin sprechen. Wochenlang bemühen wir uns um ein Interview, dann ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, aber ohne Kamera und ohne Ministerin Klöckner. Man teilt uns mit, die Ministerin setze sich dafür ein, die Zulassungs- und Genehmigungsverfahren nach dem Stand von Wissenschaft und Technik weiterzuentwickeln. Allerdings liegt eine EU-Richtlinie, die die Zulassungsregeln von Pestiziden verschärfen soll, seit dem Jahr 2013 auf Eis. An der Verzögerung ist auch Deutschland beteiligt. Für Kritiker wie den französischen Anwalt das Ergebnis erfolgreicher Lobbyarbeit von Herstellern wie Bayer. Donc, il faut pas être naïf. Man darf nicht naiv sein. Ziel und Zweck dieser Unternehmen ist es, Geschäfte mit diesen Produkten zu machen. Und das tun sie mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Bis dahin ist das normal. Was nicht normal ist, Gesetze zu brechen, Dinge zu verbergen, Zeit zu schinden, um zu verhindern, dass Produkte vom Markt genommen werden, die schädlich sind. Pour conserver sur le marché le plus longtemps possible des produits dont on sait qu'ils sont nocifs. Die Industrie findet immer neue Wege, die Neonicotinoide weiter zu verkaufen. Aufgrund einer sogenannten Notfallzulassung der Behörden werden sie jetzt bei Zuckerrüben eingesetzt und Hersteller dürfen sie weiter in die ganze Welt exportieren. Aber brauchen wir die Pestizide wirklich? Könnte auch eine Landwirtschaft ohne Chemie die Menschheit ernähren? Wenn weniger Fleisch auf die Teller käme und weniger Lebensmittel verschwendet würden? Menschen, die im ökologischen Landbau tätig sind, halten das für möglich. Die moderne Landwirtschaft braucht den lebendigen Boden nicht, weil die einfach die Lebendigkeit durch chemische Hilfsmittel ersetzen wollen. Und wir werden aber alles tun müssen, dass wir wirklich die Lebendigkeit wiederherstellen, weil wir nur dadurch tatsächlich die Probleme mit Klimawandel, mit sauberem Wasser, Artenvielfalt lösen werden können.